Hallo und herzlich willkommen zu Jade Russo, Schatten über San Antonio. Das heißt auch noch Jade Russo, die geheimen Evangelien, Episode 1, Schatten über San Antonio. Jo, mal wieder ein Point-and-Click-Adventure. Es ist erstmal jetzt als Ersatz gedacht, bis das Vermächtnis der Baum des Lebens weitergeht. Ich habe da so kleine technische Schwierigkeiten. Soll heißen, mir kackt immer wieder das Spiel ab. Und ja, das Spiel ist noch komplett jungfräulich. Ich habe nur ein paar Minuten gespielt wegen Grafikeinstellungen, Aufnahme und so weiter. Und dann wollen wir mal. Also, Spiel starten. Spiel starten. Neues Spiel starten. Ja. Ich war jetzt, wo man draufklicken muss, das nervt mich ja jetzt schon. Okay, genießt den Vorspann, den kenne ich schon. Egal wie schnell man in unserer Welt vor etwas davonläuft, man kann sich nicht vor dem verstecken, was man getan hat. Ich war auf dem Weg nach San Antonio, dem entferntesten Ort, den ich mir bei meinem Versetzungsgesuch vorstellen konnte. Als mir die Berge eindeutig klar machten, was sie von mir hielten. Als ich wieder aufwachte, war alles dunkel. Einen Moment lang dachte ich an die schrecklichen Dinge, die ich getan hatte, und fragte mich, ob Gott vielleicht einfach wollte, dass ich hier starb. Doch um genau zu sein, glaubte ich nicht an Gott. Also entschied ich mich, mein Schicksal ein weiteres Mal selbst in die Hand zu nehmen. Warum ist das so verdammt dunkel? Die Lawine muss das Auto verschüttet haben. Mein Kopf tut weh. Ich muss erst mal Licht machen. Aber wo ist bloß der Schalter? Okay, damit willkommen im Spiel und wirklich sonderlich viel. Kann ich auch noch nicht sagen, weil weiter wie bisher habe ich nicht gespielt, die ersten 2-3 Minuten. Gut, also das Fragezeichen unten links hilft dir, wenn du an deiner aktuellen Aufgabe nicht weiterkommst. Klicke auf den Haken und dieses Tutorial... Okay. Okay, Fragezeichen links unten. Schalte die Innenbeleuchtung ein. Das könnte die Innenbeleuchtung sein. Aha. Nun besser. Wir haben Licht. Moment mal, was zum... Das Auto ist verkehrt herum. Und ich anscheinend auch. Ich sollte meine Sachen zusammensuchen und versuchen, hier rauszukommen. Oh, okay. Hier unten links siehst du eine Liste mit den Dingen, die du einsammeln kannst. Okay, also wir brauchen 2 Kugelschreiber, eine Digicam, Kaugummi, Ersatzbrille, warum auch immer, Handtasche und Taschentücher. Was ist das 14 hier? Keine Ahnung. Okay. Das war nicht mein Handy, das war dieses Handy hier. Und zwar kann ich hier auf die Dreieck, kann ich schließen, oder? Doch, auf das Fragezeichen klicken. Und dann zeigt es mir, oh, da könnte was sein. Und da ist ja auch dieser Kugelschreiber. Einen haben wir schon mal. Gut, mal gucken, ob ich es so auch finde oder ob ich die Hilfefunktion wieder brauche. Übrigens, als ich frage, was das Rote ist, kannst du ja mal kurz zeigen. Das ist lediglich hier das Menü. Das ist dasselbe, was passiert, wenn ich auf Escape drücke. Okay. Vielleicht finde ich ja die Brille. Nochmal zur Information, das Auto liegt auf dem Kopf. Also das ist quasi die Decke und da liegt jetzt der ganze Kruscht. Oh je, mal sehen. Das könnte doch auch nochmal ein Kugelschreiber sein. Na also. Gut, das brauche ich eine Digicam, die dürfte nicht so klein sein. Ist das die Digicam? Nein, das ist sie nicht. Das ist die Digicam. Hallo? Das möchte ich haben. Nein, dann ist das nicht die Digicam. Ah, Handy? Hilf. Da ist die Digicam. Okay. Gut, wieder etwas gefunden. Hilft mir das jetzt auch? Nein,
ist noch keine Hilfe verfügbar. Das hilft mir anscheinend nur, wenn ich es eine Weile lang nicht hinkriege oder verbock. Nun gut, dann wollen wir mal auf gut Glück. Nee. Nee. Ja, vor allem, ich entdecke hier nirgendwo eine Brille. Ist das die Brille? Nein, das nicht. Okay, nee. Huch. Ich sollte mich wirklich besser konzentrieren. Ja, dann hilf mir doch, Spiel. Lass mich doch nicht in den ersten 5 Minuten schon versagen. Ah, ganz ehrlich, es liegt ja alles so wild aufeinander. Juhu, ich hab den Kaugummi. Oder? Also nee. Aber irgendwas habe ich. Ein Lippenstift, das könnte ein Lippenstift sein. Ui, tragbare Spielekonsole. Ja, die hier. Muss ich das der Reihe nachsuchen, muss jetzt die Ersatzbrille finden oder wie? Ah, okay, wieder Info. Da oben. Ach, da ist die Brille, jetzt sehe ich es auch. Na, es wird weniger hier unten. Okay, was haben wir noch? Eine Handtasche. Dürfte ja eigentlich groß sein, oder? So eine Handtasche. Nee. Ein Schlüssel, ja, find hier mal einen Schlüssel, haha. In der Nähe des Lenkrads vielleicht. Nach 9, jetzt habe ich verstanden, was das ist. 9 Gegenstände gibt es hier noch. Ein Notizbuch. Ein Notizbuch. Bist du das Notizbuch? Nein, bist du nicht. Bist du das Notizbuch? Nein, bist du auch nicht. Das ist das Notizbuch. Hallo? Was ist die tragbare Spielekonsole? Okay, das ist hier Nintendo 3DS Wii oder so ähnlich. Damit Jade nicht lange hört. Juhu, jetzt haben wir auch frischen Atem. Der Kaugummi ist bereits in unserer Hand. Da ist Textmarker. Und wir kriegen doch nochmal Hilfe, weil wir anscheinend zu schlecht sind. Ich sollte mich wirklich besser konzentrieren. Ja, Entschuldigung, junge Dame, aber da hat mir die Hilfe gerade angezeigt, dass ich da was finde. Handtasche. Aber vorhin schon drauf geklickt. Millimeter genau oben soll da draufklicken. Oh, aber so, es lichtet sich. So, jetzt brauche ich noch ein Bleistift. Sagen wir, wie viele Schreibutensilien, was hat die vor? Ist das der Bleistift? Ja, das ist der Bleistift. Gut. Es fehlt mir immer noch der Notizblock, die Brieftasche, Schlüssel und die Sonnenbrille auch noch. Feuerzeug? Ah, das sind die Schlüssel. Feuerzeug findet sie anscheinend nicht nur. Ah, und die kann ich dann auch verwenden. Okay. Eine Sonnenbrille hätte ich dann gerne noch. Ja, Handy hilft, komm. Hilf Handy. Mein Handy weiß es nicht. Was war das? Ach, das war ein Notizblock, ja, toll. Ich habe nach einem geschlossenen Buch gesucht. Okay. Jetzt fehlt uns nur noch Geld und die Sonnenbrille. Also, heller kann ich die Bildeinstellungen nicht machen. Vielleicht liegt jetzt einfach nur an diesem ganzen Chaos, das übereinander liegt und das ist mir zu viel. Wenn ich sollte mich wirklich besser konzentrieren. Ihr das Video seht, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob ihr alles auf Anhieb gefunden habt oder und ob es an mir liegt, ob ich einfach zu blöd bin oder und zu blind vor allem. Oder ob das schlecht übersichtlich ist oder ob man es einfach im Video schlecht sieht. Kann ja auch sein. Ich habe keine Ahnung, wie das auf YouTube immer noch rauskommt. Brieftasche. Ja, da, das ist doch eine Brieftasche. Okay, Handy hat wieder das Gefühl, ich bin zu doof. Ach, da ist die Brieftasche. Nee, das war die Sonnenbrille. Okay. Also wenn es mir anzeigt, dann sehe ich es auf Anhieb, aber... Sonnenbrille... Brieftasche, es muss ja hier irgendwo noch liegen. Da ist der Spiegel, das könnte... Mit dem Schlüssel kann ich das Handschuhfach aufschließen. Klicke auf den Schlüssel und auf das Objekt, den du benutzen möchtest. Und wir wieder im Auto orientieren. Mal sehen. Da ist das Lenkrad. Das heißt, da ist das Handschuhfach. So. Und wieder so viel Kram. Okay, 7 Gegenstände. Mal gucken, was brauchen wir? Pistole.
Ein Scheibenhammer. Den haben wir da. Pistole, okay. Führt eine Pistole mit sich rum. Ist okay. Pistolenmagazin, ja, wäre von Vorteil. MP3-Player. Dass es Madame auch ja nicht langweilig wird, oder? Das war jetzt nicht der MP3-Player. Was war das jetzt? Nein, ein Pass. Ich sollte mich wirklich besser konzentrieren. Ja, solltest du. Ein Pass. Ich suche einen Pass. Hat hier jemand einen Pass gesehen, bitte? Hallo? Was? Ich sollte mich wirklich besser konzentrieren. Ach, halt die Klappe. Das nervt. Also, das nervt wirklich. Das könnte ein MP3-Player sein. Nee, nicht. Ist das der Pass? Das ist irgendwie zeitschriftlich. Hat eine Unordnung, echt, die Frau? Ich suche das Taschenmesser. Bist du das Taschenmesser? Nein, du bist ein Kuli. Da wäre nochmal ein Kugelschreiber gewesen. So ist das. Und ey, ich komme hier nicht mehr raus. Der liebes Handy, ohne dich bin ich verloren. Ja, war der MP3-Player, auf den ich schon fünfmal gekickt hat, aber der nicht reagiert hat. Jetzt sieht mir noch Pass und das Taschenmesser. Mal ganz genau hingucken. Taschenmesser ist was Kleines, das eigentlich nach unten fallen müsste. Was ist das hier? Nee. Obwohl er... Doch, wir liegen ja auf Kopf, das heißt, es ist nach oben gefallen. Das heißt, es müsste hier irgendwas liegen. Ah, Logik ist toll. Logik ist mein Freund. Und ein Pass. Ach, du lieber Gott. Das Tasche aus dem Pass. Ah, offizielles Dokument. Juhu. Gut, damit sollte ich hier rauskommen können. Ja. Hammer? Scheiße. Dass das jetzt so ruckelt, tut mir leid. Vielleicht sieht man es auch später im Video gar nicht, aber... Wow, das muss ein ziemlicher Schock gewesen sein. Ich bin David. Und soweit ich weiß, bist du mein neuer Partner. Achso, ich kann jetzt auswählen. Ich kann jetzt sagen, schön, Sie kennenzulernen, David. Ich bin Jade. Ich bin hier in der Stimmung von Blau. Komm ich ins Dorf. Nö, sind wir mal freundlich. Schön, dich kennenzulernen, David. Ich bin Jade. Ich weiß. Ich habe deine Akte gelesen. Du hast einen ziemlich ungewöhnlichen Lebenslauf. Was ist an meinem Lebenslauf so besonders? Und wie sieht's mit deiner eigenen Akte aus? Kümmere dich lieber um deinen eigenen Kram? Brauche eine Mitfahrgelegenheit ins Dorf. Das interessiert mich jetzt auch. Was ist denn da so besonders? Was ist an meinem Lebenslauf so besonders? Nun ja, du wurdest von einem Vormund aufgezogen. Und der ist erst vor wenigen Monaten gestorben. Hör mal, darüber will ich wirklich nicht reden. Okay, aber da wir ja jetzt Partner sind... Das heißt noch lange nicht, dass ich dir alles über mich erzählen muss. Ich bin hier, um das zu tun, was ich am besten kann. Und das ist meine Arbeit. Du bist ein echter Workaholic. Habe ich übrigens auch in deiner Akte gelesen. Steht da auch drin, was sie gern zum Mittag isst und wann sie aufs Klo geht, oder... Okay. Wie sieht's mit deiner eigenen Akte aus? Und wie sieht's mit deiner eigenen Akte aus? Ich komme auch nicht aus San Antonio. Ich bin vor etwa einem Jahr hierher gezogen. Ich denke mal, ich bin ein typischer Durchschnittspolizist vom Land. Echt? Ach, drum hat die eine Waffe dabei. Keine dunklen okay. Geheimnisse? Zumindest keine, die ich dir hier und jetzt erzählen würde. So viel steht fest. Ein wenig geheimnisvoll bist du also doch. Lass dich überraschen. Okay. Und was ich vorhin sagen wollte, warum es in den Zwischensequenzen so ruckelt, weiß ich nicht. Ob das so am Spiel jetzt liegt oder an meinem Aufnahme, ich versuche noch ein bisschen was an den FPS-Zahlen zu drehen. Keine Ahnung. Okay, brauche eine Mitfahrgelegenheit ins Dorf. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit ins Dorf. Gut, dann fahre ich dich zu deiner Herberge in San Antonio. Du wirst dich heute sicher erstmal entspannen wollen und... Nein, sobald ich meine Sachen in der Herberge verstaut habe, melde ich mich zum Dienst. Ganz wie du willst. Wird aber ein harter Tag werden. Unter anderem gab es heute einen schrecklichen Terroranschlag in Genf und... Im Ernst, ich komme schon klar. Lass uns jetzt nach San Antonio fahren. Okay, verstanden. Madame wurde versetzt. Ich muss nach meinem Zimmer fragen.
Forsthaus Nummer 20. Also ich würde mal sagen, da drüben. 2 römische 10 gibt's 20. Handy, was willst du mir sagen? Ja, das weiß ich. Hier, Frage bei Haus 20 nach dem Zimmer. Ja, und ist jetzt an das allerletzte, anscheinend italienische Polizier Dorf der Welt versetzt worden. Und dann schauen wir mal. Nein, nein, das Zimmer ist noch nicht fertig. Aber ich habe vor über 2 Wochen reserviert. Mein Neffe wird aber noch ein paar Tage hier bei mir bleiben. Ich hatte Verwandte in Genf, wissen Sie? Da will ich jetzt wirklich nicht allein sein. Aber ich brauche einen Platz zum Schlafen. Was auch immer in Genf los war. Ich brauche wirklich einen Platz zum Schlafen. Tja, sehr schade. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss weiter die Nachrichten schauen. Es ist so schrecklich, was da passiert ist. Na prima. Jetzt habe ich also keine Unterkunft in diesem Kaff. Dann melde ich mich erstmal zum Dienst. Das Revier sollte sich in der gleichen Straße befinden. Na toll. Ja gut, das ist jetzt kein großer Polizei. Juhu. Ich hätte fragen sollen, was in Genf passiert ist. Naja. Ich sollte mich bei meinem neuen Chef vorstellen. Tja, der schätzungsweise da hinten sein Büro hat. Aha, du bist also meine neue Nervensäge. Ich kann's verdammt nochmal nicht leiden, wenn mir irgend so ein Penner aus der Stadt einfach neue Leute aufs Auge drückt. Sie sind also mein neuer Chef. Sie sind also mein neues Arschloch. Na toll. Danke für diese überaus freundliche Vorstellung. Ich bin Jade. Ja, sehr schade. Wie wär's, wenn ich einfach auf den Auftrag bekomme? Naja, stellen wir uns halt mal vor. Danke für diese überaus freundliche Vorstellung. Ich bin Jade. Ich bin sicher, dass wir zwei prima miteinander auskommen werden. Das da drüben ist dein Schreibtisch. Rico hat eine ziemliche Unordnung hinterlassen, als er alles hingeschmissen hat. Also kannst du da erstmal etwas Platz schaffen. Viel Spaß mit den vergammelten Schokoladenriegeln. Ein überaus freundlicher Mensch, kann man so sagen. Nun gut, dann schauen wir mal. Das schaut ungefähr genauso toll aus wie in unserem Auto. Schokoriegel. Die wir jetzt nicht die vergammelten Schokoriegel haben, oder? Blaue Haftnotiz, ja, haben wir hier. Oder die hier? Oder die hier? Gut, Zigarettenschachtel? Nee. Jade raucht nicht anscheinend. Wie wär's dann mit dem gelben Aktenordner? Komm, der dürfte auffallen. Ja, komm, hilf mir, Handy. Das war ein Schokoriegel. Da ist angegammeltes Essen, ja lecker. Blaue Haftnotiz. Steht da drauf? Taschentücher? So. Anscheinend mehr Taschentücher. Jetzt. Ein Locher? Ne, das ist ein Kleber, oder brauche ich den auch? Da hat man das 4-mal. Gut. Jetzt brauche ich noch Schokoriegel. Noch mal eine blaue Haftnotiz. Wird schwer. Komm, Handy, hilf. Da war die Schokoriegel drin. Bei den Bleistiften, ja toll. Das war eine Sau. Also ganz ehrlich, kein Mensch würde seinen Schreibtisch so hinterlassen, hier Berge von Kippen und angesoffene Becher und verschimmeltes Essen und vergammeltes was weiß ich noch was, also... Nee, das ist der Roller, das ist der Locher. So. Jetzt fehlt uns immer noch ein Schokoriegel.
Und der gelbe Aktenordner, hätte ich eigentlich gedacht, schon längst gefunden hätte, weil der gelb ist, aber Pustekuchen. Ach, da ist er. Gut, dann brauchen wir noch 2 CDs. Oh, da habe ich doch einen gesehen gehabt. Da ist eine CD.